Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen New Bike Day. Der Steve hat fast so viele New Bike Days wie der Tom von Bike and Ride. Ach, ja. Und sich geil aus, ja. Da kann man nicht sorry, sehen, Tom, ne? Aber ich meine, guck mal hier. Das ist ja Mord. Was hier? Und zwar haben wir hier ein YT Decoy Shred. Ja, wir gehen jetzt gleich auf die erste Testfahrt. Der Steve hat das Ding heute geholt und ich bin einfach gespannt. Und das Highlight, das muss ich euch jetzt mal kurz von nahe einmal zeigen an dem Fahrrad. Also sowas habe ich bisher echt bei keinem Bike gesehen. Das ist wirklich eine krasse Nummer. Schaut euch diese Flasche an. Das ist die Babyflasche. Das ist Next Level, oder? Das ist Next Level. Also diese Flasche, Leute, unglaublich. Babyflasche. Also auf jeden Fall, also für den Thomas wird das reichen, der trinkt ja nie auf dem Trail. Was? Für der mich? Trinkt nie? Nee. Warum macht er sowas nicht? Weiß nicht, also der trinkt, wenn, dann zwischen den Parkplatz besuchen, eine Flasche Shredletics Red. Aber sonst halt eigentlich nichts. Ja, das ist übrigens die Nyla, Leute. Das ist Steves süßer Hund. Wird gerade ausgebildet zu einem Trail Dog. Ja, das wird der Trail Dog. Ja Leute, wir wollen auch gar nicht lange quatschen, weil der Steve ist heiß auf die erste Testfahrt und ich bin auch gespannt. Ich habe sogar zwei GoPros mit, das heißt heute zwei Perspektiven. Wir schnallen dem Steve eine GoPro um und dann geht es ab. Und den Hintern? Ja. Aber ich bin ein bisschen müde heute. Sollen wir dann lieber vorne umschnallen? Um Pullemann? Ja. Oh gut. Ja, schön mit dem Gabelbinder fest. Ne? Ja, sicher. Jo, ob geht's, ne? Geht ab, Leute. Der Herr Sender meldet sich. Wir cleanen erstmal hier. Das Ding rollt, ey. Wahnsinn. Also in die erste Runde gefahren und ich glaube, Steve ist ganz zufrieden. Wir werden aber gleich noch natürlich ein finales Feedback geben, wenn wir hier so ein bisschen mehr abgeklappert haben. Ja, und wir sind beide ein bisschen platt heute, aber egal. Full-size E-Bike, das regelt schon. Ein bisschen scheiße auf der Pedale hier. Hallo. Ja, hier bin ich gegen den Widerstand gesetzt irgendwann. Steve war also schon ganz zufrieden mit dem YT Decoy und ich war umso gespannter darauf, wie das Ding sich fährt. Denn ich durfte als nächstes das gute Gefährt einmal über die Trails scheppern. Bro, der Pastierte! Was war das denn, Bro?
Ja, man fühlt sich sehr schnell wohl auf dem Bike. Aber das muss ich beim Convoy auch sagen, ich habe mich auch von Tag 1 hier drauf wohlgefühlt. Ja, du setzt dich drauf und fühlst dich wohl. Ein bisschen für die Leute, die so ein bisschen gediegener fahren wollen. Und das YT ist definitiv um einiges verspielter, ne? Ja, aber trotzdem finde ich es sehr safe. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, und ich muss sagen, also mir reicht die Bremse vollkommen. Also bis jetzt geht's auch? Ich weiß halt nicht, wie es jetzt wäre, wenn es steil und technisch wird. Da kann man noch mehr Speed fahren. Liegt auf jeden Fall viel. Viel wendiger. Wie vielleicht der ein oder andere von euch weiß, bin ich gar nicht so der riesen YT-Fan. Allerdings hat mich das Decoy sehr, sehr positiv überrascht. Sowohl im Uphill als auch bergab. Oh, Junge, dieses Fahrrad fährt sich so sexy. Aber es scheint sich echt auf dem Decoy gut wohl zu fühlen. Aber kann ich auch verstehen. Mir hat das auch richtig gut getaugt eben, muss ich schon sagen. Also ich war wirklich richtig positiv überrascht. Was war das denn? Ein Hund. Boah, dieser. Ja, hier muss ich doch. Haltung eingestellt. Keine Bremse auf den Wurzeln. Was? Auf den Wurzeln besser nicht bremsen. Nur mit Bremse. Das ist halt Schrott. So Leute, wir sind zu Hause angekommen. Wir haben es nicht mehr geschafft, ein Auto zu drehen, weil wir sind einfach gefahren, bis es dunkel geworden ist. Und dann waren wir auch platt und müde. Der Steve hatte einen super langen Tag. Und deswegen mache ich jetzt für euch das Auto hier alleine. Das YT Decoy Shred. Wie hat mir das gefallen? Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der YT-Fan und war auch gar nicht so ein Fan davon, dass der Steve gesagt hat, er will unbedingt so ein YT Decoy haben. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, das Rad hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Es fühlt sich nicht an, als hättet ihr ein schweres E-Bike unterm Arsch. Es ist nicht jetzt so ein... bügelt jetzt nicht so alles weg wie zum Beispiel das Conway. Allerdings ist es dafür ein Ticken
ja, verspielter und geht leichter in die Luft. Also ich denke, für den Fahrradfahrer, der ein Allrounder-Bike sucht, was auch mal ein Bikepack kann mit viel Federweg und aber nicht zu träge sein soll, das Bike, ist das YT-Decoy auf jeden Fall eine gute Alternative. Die Ausstattung ist schon gut, auch bei den günstigen Modellen. Der Gebrauchtmarkt ist sehr, sehr voll. Das heißt, man kann sich auch so ein E-Mountainbike halt relativ günstig gebraucht auf eBay Kleinanzeigen oder auf den ganzen Gebrauchtmarktseiten wie Bicycle und so weiter holen. Ist auf jeden Fall ein cooles Bike. Ich würde es tatsächlich auch selber fahren. Würde es mir jetzt vielleicht nicht kaufen, aber wenn mir jetzt einer eins geben würde, würde ich es auch selber regelmäßig fahren, würde ich mal sagen. Der Coildämpfer hat mir sehr, sehr gut gefallen im Decoy. Und ich glaube, ich würde gar nicht viel an dem Bike verändern. Ich hätte vielleicht einen Lenker mit ein bisschen mehr Rise genommen, weil ich irgendwie überall mehr Rise fahre, außer auf dem Downhiller. Und ja, sonst hätte ich, glaube ich, gar nichts verändert an dem Rad. Also mir hat es tatsächlich gut gefallen. Und der Steve scheint sehr, 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 sehr happy zu sein mit dem Rad. Also hat er anscheinend alles richtig gemacht. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, er hat jetzt ein Bike, was ihm passt. Er hat ja vorher das Canyon Torque in XL, also in riesig groß. Und er fährt jetzt schon einen Ticken besser, finde ich, auf dem Decoy als damals auf dem Torque. Und ich hatte ja den gleichen Effekt damals mit dem Norco. Wenn man einfach ein Fahrrad hat, was einem passt, dann verändert sich einfach so einiges. Und ich glaube, dass er ziemlich glücklich werden wird mit dem Bike. Ich freue mich auf jeden Fall mega für ihn. Freue mich auf die Saison mit dem Steve zusammen, dass er wieder zurück auf dem Bike ist. Und ihr werdet ihn mit Sicherheit noch in dem ein oder anderen Video wiedersehen. Ich mache jetzt das Video für euch fertig, damit das auch pünktlich online kommt für euch. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben nicht vergessen, Glocke aktivieren. Schreibt einen Kommentar, wie ihr das YT-Decoy findet und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.